Strahlung ist überall. Wir sind ständig von natürlicher Radioaktivität umgeben. Diese Strahlung wird gemessen, permanent. Das Bundesamt für Strahlenschutz betreibt ein Messnetz aus rund 1700 Sonden, die über ganz Deutschland verteilt sind. Sie messen jeweils die Gammastrahlung pro Stunde an einem bestimmten Ort, die sogenannte Ortsdosisleistung, kurz ODL. Die natürliche ODL ist an einem Ort weitgehend konstant. Die Messdaten werden einmal in der Stunde an unsere Messknoten übertragen. Wenn an zwei benachbarten Sonden eine gewisse Zeit lang bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, dann wird automatisch eine Meldung erzeugt. Steigen also irgendwo in Deutschland die Radioaktivitätswerte, bekommen wir das sehr schnell mit und können handeln.